Knieschmerzen entstehen in den seltensten Fällen durch Akutverletzung. Das heißt, wenn du jetzt Knieschmerzen hast und nicht unbedingt einen Kreuzbandriss hast, entstehen deine Schmerzen nicht durch diese Struktur, sondern durch eine falsche Belastung. Falsche Belastungen entstehen, weil die Muskulatur nicht stabil genug ist, um dein Gelenk zu stabilisieren, beziehungsweise deine Beinachse sind nicht optimal. Und stabile Muskeln kriegst du nur dann, wenn du die Muskulatur wieder aufarbeitest, bis sie wieder stärker wird. Die Knie werden von der Oberschenkelmuskulatur sowohl von der vorderen Seite als auch von der hinteren Seite stabilisiert und auch für den Wadenmuskel. Um Beschwerden zu lindern, brauchst du dafür Übungen, die diesen Muskel jetzt ansprechen. Dazu ist es auch extrem wichtig, eine geeignete Beinachse zu haben. Wenn du jetzt zu doll in X-Beine kommst, hast du eine Überbelastung von den Außenkompartimenten von deinen Knie durch den erhöhten Druck in den Bereich, genauso wie O-Beine eher dafür sorgen, dass die inneren Bereich besonders belastet werden. In diesem Video zeige ich dir 3 Übungen, wie du deine Oberschenkelmuskulatur stärkst und das Becken stabilisierst und somit eine gute Beinachse erreichst. Und wir legen los mit der ersten Übung. Für die erste Übung solltest du dich auf dem Rücken hinlegen. Diese Übung hat den Vorteil, dass du gleichzeitig 2 Muskeln bearbeitest. Das heißt, du aktivierst die Oberschenkelmuskulatur von vorne, der Quadrizeps. Der ist extrem wichtig, um die Kniescheibe und auch das Gelenk von der vorderen Seite zu stabilisieren. Und zusätzlich gewinnst du an Dehnung von den Ischiasmuskulatur, das heißt die Muskel auf der hinteren Seite von deiner Oberschenkel. Und dafür solltest du dich jetzt auf den Rücken hinlegen. Du beginnst die Übung mit angewinkelten Beinen. Deine Beine sind ungefähr hüftbreit auseinander und wichtig dabei ist, dass deine Schulter auf dem Boden bleibt und die Lendenwirbelsäule nicht in Hohlkreuz ist, aber auch nicht komplett nach hinten gedrückt gegen den Boden. Du sollst einfach eine normale Kurvatur von deiner Lendenwirbelsäule haben. Dann umgreifst du deine Oberschenkel an der Oberschenkelmuskulatur und nicht an der Kniekehle. Ziehst das Bein zu dir ran, versuchst jetzt das Knie zu strecken mit der Kraft von deiner Oberschenkelmuskulatur. Der Fuß, der zeigt zu dir und du streckst jetzt das Bein nach oben Richtung Decke. Wenn du das Bein jetzt gestreckt hast, ist es wichtig, dass der Fuß zu dir zeigt. Dadurch hast du eine zusätzliche Aktivierung von der Oberschenkelmuskulatur und durch dieses Zug von deinem Arm hast du noch die zusätzliche Dehnung. Und dann lässt du das Bein langsam wieder zurück. Versuche bewusst, nicht deine Lendenwirbelsäule gegen den Boden zu drücken. Dadurch hast du noch eine Aktivierung von der Rückenmuskulatur und du streckst nochmal das Knie nach oben. Der Fuß kommt zu dir. Dadurch wird die Dehnung noch stärker in der Kniekehle. Und du lässt langsam das Bein wieder runter. Das Ziel ist vielmehr, dass du dein Knie streckst, als dass du das Bein zu dir ranziehst. Weil wie du sehen kannst, wenn das Bein jetzt zu nah ist, verlierst du sowohl an der Streckung als auch an der Dehnung der Muskulatur. Zieh das Bein mit der Kraft von den Armen, das heißt, deine Ellenbogen sind leicht gebeugt und du streckst dein Knie. Wiederhole diese Übung mindestens 12 Mal bis nach oben hin. Der Fuß bringst du noch ein bisschen zu dir ran. Dadurch intensivierst du die Dehnung nochmal und lässt es dann langsam wieder runter. Für die zweite Übung brauchst du jetzt einen Ball oder einen Yoga-Block oder ein Kissen. Irgendwas, was du jetzt zwischen deine Beine legen kannst. Und du legst dich wieder zurück auf dem Rücken. Du legst sie auf den Rücken, platzierst dann den Ball oder diesen Kissen zwischen deine Knie und die Füße, die zeigen
gerade nach vorne weg. Du legst deine Hände nach unten, die bleiben auf dem Boden und als erstes drückst du dann den Ball zusammen. Dadurch aktivierst du die Innenmuskulatur von deinem Oberschenkel und hast somit schon eine Grundspannung von deinem Becken. Und jetzt, nachdem du jetzt zusammengedrückt hast, versuchst du mit dem Becken nach oben zu kommen, Richtung Decke. Wichtig dabei ist, dass der Druck auf den Ball nicht weniger wird. Du kommst hoch, aktivierst dabei bewusst das Gesäßmuskulatur, aber auch die Oberschenkel hinteren und kommst dann wieder zurück. Ein Zeichen dafür, dass du jetzt zu viel Gesäßmuskel nutzt und zu wenig von deiner Oberschenkel-hinteren Muskulatur, ist es zum Beispiel, wenn du jetzt halt nach oben kommst und deine Schulter werden nach oben Richtung Kopf gedrückt. Das ist ein Zeichen dafür, dass du zu wenig dein Ischias-Muskulatur nutzt. Das heißt, versuche ganz bewusst, deine Schulter auf dem Boden zu lassen, nicht nach oben zu rutschen, Knie zusammenzudrücken, Gesäß anzuspannen und dann gezielt nach oben zu kommen. Die Höhe ist es so, dass du Knie, Becken und Schulter auf einer Ebene hast und dann kommst du langsam wieder nach unten zurück. Und dann noch einmal nach oben. Achte darauf, dass deine Schultern nicht nach oben geschoben werden. Aktiviere deine Gesäßmuskulatur. Bleibe da oben für 1-2 Sekunden und komm dann langsam wieder runter. Und auch diese Übung solltest du mindestens 12 Mal wiederholen. Die Übung in Rückenlage sorgt dafür, dass du besonders stark auch deine Beckenmuskulatur aktivierst und durch einen stabilen Becken verbesserst du auch deine Beinachse. Und auch jetzt die letzte Übung ist extrem wichtig, dass du unter Belastung auch arbeitest, weil meistens unter Belastung, wie zum Beispiel die Treppensteigen, entstehen dann auch die Schmerzen. Wenn dir dieses Video bis jetzt gefallen hat, freue ich mich auf einen Daumen nach oben und abonniere meinen Kanal, dass du keine neuen Videos verpasst, wie du gesund und stärker wieder leben kannst. Und unsere letzte Übung solltest du jetzt in Stehen machen, damit deine Knie sich wieder an Belastung gewöhnen bzw. schmerzfrei belastbarer werden. Du lehnst jetzt deinen Rücken an die Wand. Dein Becken kommt auch an die Wand. Und jetzt einen ganz wichtigen Trick. Wenn du runterkommst mit deinem Becken in 90-90, dann ist die Übung deutlich schwerer. Du kannst problemlos beginnen, indem du weniger tief runtergehst in der Beugung. Wichtig ist, dass dein Becken komplett an der Wand bleibt und auch deine Schulter und dein Kopf sollte komplett an der Wand bleiben. Du kannst jetzt deine Hände nach hinten bringen, damit bekommst du ein bisschen mehr Stabilität und aktivierst zusätzlich noch Muskulaturen für deinen Rücken. Deine Knie bleiben hüftbreit auseinander, die Füße zeigen nach vorne. Wichtig ist, dass du versuchst, dass die Stellung von den Knien sich nicht verändern, dass du in einer Achse bleibst, was jetzt Hüfte, Knie und Fußgelenke angeht. So, und du beginnst die Übung mit der Seite, wo du weniger Schmerzen hast. Lendenwirbelsäule bleiben an der Wand, du aktivierst deine Bauchmuskulatur, die Schulter bleiben an der Wand. Du bringst jetzt zuerst die schmerzfreie Seite hoch, bis du dann eine Beugung hast von Knie und Hüfte und in dieser Position streckst du nur dein Knie und bringst es langsam wieder zurück. Knie beugen und strecken. 5 Mal. Und dadurch arbeitest du jetzt dynamisch, in meinem Fall jetzt das rechte Seite, währenddessen isometrisch, das heißt ohne Bewegung, die andere Seite bearbeitet wird. Nach 5 Mal kommst du dann wieder zurück und machst genau das gleiche noch einmal auf die andere Seite. Lendenwirbelsäule bleibt an der Wand, Schulter bleiben an der Wand und du gehst wieder
in die Beugung, streckst und beugst dein Knie. Versuche es ein bisschen langsamer zu machen. Und ganz wichtig ist, dass das Becken sich von der Wand nicht bewegt und auch nicht seitlich abweicht. Und auch da nochmal 5 Wiederholungen, bevor du das Bein langsam wieder runterbringst und wieder in einer Ebene bist von Sprunggelenk, Knie und Hüfte. Dehnungsübungen und auch mit Faszien zu arbeiten, die sorgen schon kurzfristig dafür, dass du weniger Beschwerden hast und somit leichter Aufbautraining machen kannst. Jedoch sorgen die, wenn die ausschließlich genutzt werden, nicht für langfristige Ergebnisse, weil dadurch deine Stabilität nicht verbessert wird. Stabilität ist ja extrem wichtig. Und deswegen treten die Beschwerden meistens nach längeren Belastungen auf, wie zum Beispiel längere Zeit gehen oder beim Treppen hoch und runter laufen. Wie ist es bei dir? Wann hast du denn Schmerzen? Bei welcher Belastungssituation tut dir dein Knie am meisten weh? Lass mir unten in den Kommentaren. Ich würde mich wirklich freuen, wenn du mit mir teilst, wie das so bei dir ist und ob du die Übung gut nachvollziehen könntest. Ich freue mich auf dich bei unserem nächsten Video. Tschüss!